So, liebe Modellbahnfreunde, meine Farbe ist ausgetrocknet. Jetzt geht's weiter. Und zwar, wie ihr seht, stelle ich hier lauter Pfeiler auf für die Überdachung. Und zwar nehme ich hier solche Dübel. Die sind auch hohl innen drinne. Da kann ich nämlich dann das Kabel durchführen. Schneide ich hier alle auf Länge. So, und da seht ihr hier, werden dann Löcher gebohrt und werden die dann eingesteckt. Machen wir mal eins hier so her. So, werden die eingesteckt und dann kommt die Überdachung dann so drauf. Ne? Und eine Seite wird hier das Kabel durchgeführt von unten und wird vorher angelötet und dann werden die dann aufgeklebt. Aber vorher kommen noch solche Halterungen rein. Mal hier ans Zeichen. Habe ich schon welche zugeschnitten. Die werden dann hier noch angepasst und eingeklebt, sodass ich dann diese Überdachung schön auflegen kann. Hoppla, das ist wieder runtergefallen. Ist ja klar, es hält ja nur jetzt noch nicht. Ne? Das wird dann hier in die Pfeile noch ein klein bisschen, dieser Mittelsteg wird dann hier noch ein bisschen eingeschnitten und dann wird das eingeklebt, das rechts links geht dann das Kabel durch. So, und dann bleibt das alles schön stabil und dann kann ich die Überdachung alle auflegen. So, werde ich jetzt erst mal weitermachen und für den weiteren Fortschritt werde ich mich dann wieder melden. So, hier, das sind meine Bahnsteigüberdachungen. Die habe ich mir auch alle selber gebaut. Gleich mit Beleuchtung alle unten drunter. So. Und so sieht das dann nachher aus. Hier habe ich schon einmal aufgelegt. Ne? Aber wie gesagt, ich muss hier jetzt erst einmal, das mache ich aber separat, die Säulen quasi auf Deutsch gesagt, die will ich erst vorher fertig anbringen, damit es dann nachher auch alles gut funktioniert. So, liebe Modellbahnfreunde, hier mal eine kleine Vorführung, wie ich meine Bastelarbeiten mache. Will ich euch mal zeigen, die Halterung für die Überdachung. Die schneide ich dann hier ein bisschen aus. So, ein bisschen sauber geputzt hier. Dann machen wir hier mal Probe, dass dann tief genug ist. Ne, hier kann noch mal ein bisschen nachgearbeitet werden. So, das muss man halt ein bisschen behutsam machen, dass man da nicht zu viel rausnimmt. So. Ne, das hintere passt noch nicht ganz. So, genau.
genau jetzt passt. Dann können wir die Sache einkleben. Und dann gucken wir hier ein bisschen über die Ecke, dass es auch gerade wird. So. Machen wir das nächste auch noch mal gleich. Mal ein bisschen gerade rücken hier die ganze Sache. Jetzt. So. Auch noch ein kleines bisschen. Jawohl, jetzt passt das schön. Wird noch dieser kleine Knubbelwickel wegrasiert. So, dann können wir das auch einkleben. So, das war's, was ich euch zeigen wollte. Die anderen zwei, die mache ich noch. Sonst wird ja das Video immer zu lang. So, die Pfeiler mit den Überdachungshalterungen sind jetzt alle fertig, alle aufgeklebt. Nun kann es ja weitergehen mit den Kleinarbeiten. Und zwar, hier sehen wir noch, ein paar Uhren werden noch angebracht. Dann hier Bahnsteigschilder. Dann müssen noch die Mitfahrenden alle drauf. Also es gibt schon noch ein bisschen hier was zu tun. So, liebe Modellbahnfreunde, jetzt geht es an die fummelige Arbeit. Und zwar werden jetzt die Mitreisenden alle eingesetzt. Ein Bahnsteig habe ich schon soweit fertig. Den zweiten habe ich jetzt begonnen. Ihr seht ja, hier liegen ja noch etliche. Das ist halt sehr zeitaufwendig, aber es muss halt sein. So. Könnt ihr euch das mal ansehen hier. Wenn dann nachher alles fertig ist, dann geht es zum Einsetzen der einzelnen Bahnsteige. Und hier sind auch noch ein paar Kleinigkeiten, Koffer, Fässer und noch etc., was so kommt. Hier ist noch Bahnpersonal. Wird dann alles irgendwo noch ein paar Bauarbeiter und. So, also bis zum nächsten Schritt. Hallo, liebe Modellbahnfreunde. Erstmal ein weiterer Fortschritt, den ich euch zeigen möchte.
Und zwar habe ich jetzt hier drei Bahnsteige, sind jetzt soweit fertig bestückt mit Fahrgästen. Macht natürlich tüchtig viel Arbeit, aber und viele Figuren brauchen wir dafür. So, das sind die drei großen. Und die zwei kleinen habe ich auch noch gerade in Arbeit. Das zeige ich euch jetzt auch noch. So, hier sind die zwei schmalen Bahnsteige in Arbeit. Ich denke mal, dass ich sie jetzt heute Morgen übers Wochenende fertig bekomme, dass ich dann meinen Bauablauf weiter realisieren kann. So, liebe Modellbahnfreunde, hier bin ich wieder. Die Bahnsteige sind jetzt soweit alle bestückt. Das zeige ich euch jetzt einmal. So, es sind viele Reisende unterwegs. Aber das ist nun mal auf dem Bahnhof so, ne? So, dann sind die nächsten Schritte sind dann, die Bahnsteige werden dann mit Silikon dann eingeklebt hier, die sind ja noch lose. Aber erst muss ich hier die Elektroleitungen durchlegen, hier und auch hier drüben für die Beleuchtung, für die Überdachung. So, aber ich muss das Bahnsteig für Bahnsteig jetzt alles machen, weil ich ja diese Treppenübergänge, die müssen ja jetzt alle wieder Bahnsteig pro Bahnsteig separat wieder angepasst werden und aufgeklebt werden. Aber darüber werde ich euch dann weiter informieren. So, macht's gut, bis zum nächsten Mal. So, liebe Modellbahnfreunde, jetzt habe ich die Bahnhofsübergänge sind alle wieder aufgeklebt und neu eingepasst. Werbung habe ich auch überall noch befestigt. Und meine Anschlussdrähte für die Beleuchtung sind auch alle durchgezogen. Ja, hier drüben auch. So. Und dann die Stützwand hier vom Bahnhof für den Bahnsteig, das ist auch alles fertig gemacht. Schutzgeländer, alles drauf. So, das ist erst einmal soweit jetzt der Rest, was ich euch jetzt zeigen kann, weil ich habe noch ein paar Kleinigkeiten nachzubessern hier. Gerade bei den Gleisen oder Bahnsteigen will ich euch mal zeigen. Da ist hier, sind immer noch mal solche Lücken. Das will ich noch ein bisschen nacharbeiten, ehe ich dann meine Bahnsteigüberdachung anschließe und drauf mache. So, Probefahrten habe ich schon einmal gemacht. Die läuft alles wieder einmal frei. Ne? Auch mein kleiner Gleisschaden, den ich euch gezeigt hatte im ersten Teil, ist hier alles wieder in Butter. So, wie gesagt, das war's jetzt erst einmal. So, also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Karl-Heinz.